Meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Elektronik bei einem Geschirrspüler von Bosch, Siemens oder Neff mit Zeolith-System ausbauen könnt. Dazu baut ihr zuerst die rechte Seitenwand, wenn man auf das Gerät schaut, ab. Hier sehen wir jetzt schon die Elektronik. Wir entfernen dazu noch diese Dämmung. Da genügt es, wenn wir die nach oben klappen. Und hier haben wir schon die komplette Elektronik. Um diese Elektronik zu entfernen, ist es wichtig, dass ihr hier hinten den Stecker aus der Elektronik herauszieht. Der ist nur eingerastet. Den könnt ihr ganz einfach entfernen und herausziehen. Nachdem wir dann den Stecker entfernt haben, nehmen wir die Abdeckung ab. Die ist auf dieser Seite eingerastet und lässt sich dann nach links wegschieben. Nachdem wir die Abdeckung entfernt haben, macht es sich einfacher, zuerst die obere Kabelleiste zu entfernen. Dazu fangen wir hier hinten mit den Steckern für die Heizung an. Diese Stecker besitzen eine kleine Rastnase. Die drückt ihr mit dem Fingernagel etwas ein und danach könnt ihr die Stecker nach oben entnehmen. Könnt sie hier ausrasten. Diese kompletten Stecker müsst ihr nicht einzeln entfernen. Die sitzen komplett auf dieser Rastleiste. Ihr könnt die komplette Leiste nach oben abziehen. Habt ihr diese Leiste entfernt, macht ihr dasselbe mit der Leiste an der Seite. Die ist oben eingerastet, die könnt ihr auch zur Seite entnehmen. Rastet dabei auch unten diese Kabel aus, die in der Elektronik sitzen. Auch hier sieht man es wieder schön. Die Stecker selbst können drin bleiben, die müsst ihr nicht alle einzeln ausbauen. Nachdem die Kabel etwas zur Seite gelegt sind, können wir die Elektronik nach oben herausziehen. Die ist hier mit zwei Rastnasen eingesetzt. Um die herauszubekommen, hebelt man mit einem Schraubendreher zwischen das Gehäuse und die Elektronik. Dadurch lösen sich diese Rastnasen und ihr könnt die Elektronik nach oben herausziehen. Das ist alles etwas eng, aber man bekommt die Elektronik heraus und diese Elektronik könnt ihr dann austauschen, wenn nötig. Beim Wiedereinbau der Elektronik achtet bitte darauf, dass es hier an der Elektronik hinten am Stecker eine Art Nut gibt. Diese Nut fährt letzten Endes an der Rückwand hier in zwei Stege ein, damit der Steckkontakt auch wieder richtig sitzt. Also da müsst ihr drauf achten, sonst bekommt ihr die Elektronik nicht eingebaut. Um die Elektronik wieder einzubauen, gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir nehmen die Elektronik, schieben sie ins Gerät. Wie gesagt, das ist alles etwas eng. Und um hinten diese Nut zu erreichen, müssen wir sie etwas anheben, nach hinten schieben und dann können wir die Elektronik nach unten drücken und sie rastet ein. Zum Schluss setzen wir noch die Steckkontakte auf. Wie gesagt, da gibt es auch keine Probleme. Diese beiden Stecker könnt ihr auch nicht vertauschen. Und wenn wir das aufgesetzt haben, schrauben wir die Seitenwand heran und eure Reparatur ist erledigt.